Ende 1942 erreichte der Machtbereich des Dritten Reiches vom Atlantik bis kurz vor das Kaspische Meer und vom Nordkap bis in die Sahara. Ende 1944 war dieser Machtbereich fast bis auf die Vorkriegsgrenzen eingedrückt. Standen die Westalliierten bei Aachen und die Rote Armee bei Königsberg. Lagen die meisten größeren deutschen Städte in Schutt und Asche, war die alliierte Überlegenheit überwältigend geworden und das Ende offensichtlich nur noch eine Frage von Monaten. In den zwei Jahren von Mitte 1942 bis Mitte 1944 wurde der Krieg offensichtlich militärisch entschieden und die Befreiung Europas vom Nationalsozialismus gewährleistet. Was waren nun aber die Faktoren, die das kontinentale NS-Imperium innerhalb weniger Jahre in den Abgrund des völligen Zusammenbruchs führten? In dieser Frage widmet sich dieses Buch des britischen Historikers und Weltkriegsspezialisten Richard Overy. Als erstes käme einem gewissen Sinn, die Alliierten gewannen eben aufgrund ihrer erdrückenden materiellen Überlegenheit. Aber diese Antwort zu so Overy greift zu kurz, denn die in den letzten Kriegsjahren in der Tat nicht mehr einholbare materielle Überlegenheit der Alliierten war ihrerseits erst Resultat politischer und ökonomischer Entscheidungen. 1943, als es schon abzeichnete, dass der Krieg an der Ostfront für Deutschland gescheitert war, erzeugte Deutschland 30 Millionen Tonnen Stahl und 340 Millionen Tonnen Kohle. Die Sowjetunion 8 Millionen Tonnen Stahl und 90 Millionen Tonnen Kohle. Mit seiner mehrfach produktiveren industriellen Basis produzierte Deutschland aber weniger Kriegsgerät als die Sowjetunion. 17.000 Panzer und 27.000 Geschütze gegenüber 24.000 Panzern und 130.000 Geschützen auf sowjetischer Seite. Nach den improvisierten, überraschend schnellen Sieg gegen Frankreich und die britische Expeditionsarmee 1940 hatte Deutschland auf dem Kontinent keinen Gegner mehr, hatte direkten oder indirekten Zugriff auf die Ressourcen, die Industrie und die Arbeitskraft des größten Teils Europas, und damit theoretisch die Voraussetzung, zu einer ökonomischen Supermacht aufzusteigen, die mit den USA konkurrieren konnte. Aber das geschah nicht. Zwischen 1939 und 1941 ist die deutsche Rüstungsproduktion fast gar nicht angestiegen. Ja, 1940, nach dem Sieg im Westen, wurde die aktive Truppenzahl sogar reduziert und die Rüstungsproduktion in einigen Bereichen wieder heruntergefahren. Obwohl die ökonomische Basis Deutschlands 1941 weitaus stärker als 1939 war, und obwohl Hitler sich nicht nur weiterhin im Krieg mit Großbritannien befand, sondern auch bereits entschlossen war, bald die Sowjetunion anzugreifen, deren militärisches Potenzial er so maßlos unterschätzte, dass er annahm, man könne sie quasi nebenbei ohne bedeutende weitere Rüstungsvorbereitungen vernichten. Die unerwartete Chance, die sich den Nazis 1940 geboten hatte, innezuhalten und durch volle Aktivierung ihres ökonomischen Potenzials militärisch praktisch unangreifbar zu werden, wurde zum Glück für die Menschheit nicht genutzt. Hätte das Dritte Reich 1940-41 seine Wirtschaftskraft ebenso effizient für die Rüstung eingesetzt wie 1943-44, dann hätte die Sowjetunion wahrscheinlich keine Chance gehabt, die deutsche Invasion zu überleben und wäre das NS-Imperium von den Westalliierten nicht mehr ernsthaft angreifbar gewesen. Stattdessen produzierte die deutsche Wirtschaft noch 1941 fast wie im Frieden lief die Konsumgüterindustrie mit fast uneingeschränkter Kapazität weiter und arbeiteten Millionen Menschen im zivilen Dienstleistungsbereich. 1941 wurden nicht mehr Kampfflugzeuge oder Panzer als 1940 produziert, obwohl Deutschland nun auch die industriellen Kapazitäten, die Rohstoffe und die Arbeitskraft Frankreichs, Belgiens, der Niederlande, Dänemarks, Norwegens und des Balkans zur Verfügung standen. Es waren diese unerwartet schnellen und leichten Siege von 1939-40, die in der NS-Führung eine Sorglosigkeit auslösten, als habe man den Krieg sowieso schon gewonnen und bedürfe keiner bedeutenden wirtschaftlichen Umstrukturierung mehr. Den Luxus, den Großteil des theoretisch für die Kriegsproduktion nutzbaren ökonomischen Potenzials einfach brach liegen zu lassen, konnten sich dagegen Großbritannien 1940 und die Sowjetunion 1941 nicht erlauben. Für die ging es ums nackte Überleben und so setzte dort schon 1940 bzw. 1941 eine fieberhafte Intensivierung der Rüstungsbemühungen ein. Die Ausnutzung aller irgendwie verwertbaren Kapazitäten, um das äußerste irgendwie realisierbare Maximum an Waffen, Munition und Ausrüstung zu erzeugen. In Großbritannien und der Sowjetunion herrschte vom ersten Kriegsjahr an eine voll mobilisierte totale Kriegswirtschaft. Und so konnte nicht nur die Sowjetunion die deutsche Rüstungsproduktion übertreffen, sondern sogar das an Arbeitskraft und Industriekapazitäten so dramatisch unterlegene Großbritannien sich den deutschen Produktionsziffern zumindest stark annähern. Auch die USA stellten ihre industrielle Produktion sofort nach Kriegseintritt vollkommen auf Kriegsbedürfnisse um. Die USA, geografisch geschützt vor jedem potenziellen Landangriff und bis Kriegsbeginn von isolationistischen außenpolitischen Vorstellungen beherrscht, besaßen bis 1940 keine ernstzunehmende Armee. 1940 hatten die USA 400 Panzer, 1800 Geschütze und 12.000 Kampfflugzeuge produziert. Im ersten richtigen Kriegsjahr 1942 war die Produktion explodiert auf 25.000 Panzer, 72.000 Geschütze und 48.000 Kampfflugzeuge und war damit größer als die Rüstungsproduktion Deutschlands, Japans und Italiens zusammengenommen. In Deutschland begann die volle Aktivierung des ökonomischen Potenzials für die Rüstungsproduktion, dagegen erst zögerlich 1942 und erreichte unter Leitung Albert Speers ihren Höhepunkt erst 1944. In diesem Jahr erreichte Deutschland Rüstungs, Deutschlands Rüstungsindustrie schließlich ähnliche Produktionsziffern wie die USA. Die Produktion von Panzern und Geschützen hatte sich gegenüber 1940 etwa verzehnfacht, die von Kampfflugzeugen etwa vervierfacht. Nur zu diesem Zeitpunkt war es schon viel zu spät. Als 1944 endlich eine den Erfordernissen eines Weltkrieges angemessene rationalisierte Massenproduktion etabliert war, da war der kombinierte Vorsprung der Sowjetunion, der USA und Großbritanniens, die diese Umstellung schon 1940 bis 1941 bewerkstelligt hatten, unmöglich noch einzuholen. Da war durch die zunehmenden Gebietsverluste ein nicht kompensierbarer Ressourcenmangel eingetreten, vor allem nach dem Verlust der rumänischen Ölquellen an Erdöl, dessen Bedeutung man gar nicht überschätzen kann. Es nützte den Nazis nichts mehr, 1944 Produktionsziffern von 39.000 Kampfflugzeugen und 22.000 Panzern zu erreichen, wenn man den allergrößten Teil davon wegen extremer Benzinknappheit nicht benutzen konnte wenn Öl so knapp war, dass man sich nicht einmal mehr leisten konnte, neun Piloten ausreichend Flugpraxisstunden zu gewähren. Da war ab 1943 im Zuge der alliierten Luftoffensive die Lufthoheit verloren gegangen, sodass die Bodentruppen fast ohne Deckung aus der Luft operieren mussten und die ganzen neuen Panzer und Geschütze an jedem klaren Tag wie haben, aus der Luft abgeschossen wurden. Als ein frappierendes Beispiel für die Kluft zwischen ökonomischer Mobilisierung Deutschlands und der Alliierten nennt Overy die Automobilindustrie. Das Geheimnis der amerikanischen Mega-Aufrüstung im Rekordzeit ab 1941 lag darin, dass auf die Kriegsproduktion konsequent dieselben Regeln der Konzentration und Rationalisierung angewandt wurden, die sich zuvor schon in den zivilen Industrieproduktionsbereichen bewährt hatten. Insbesondere in der damals weltweit führenden amerikanischen Automobilindustrie, die dem Fordismus seinen Namen gab möglichst standardisierte Massenproduktion weniger Typen, konzentriert in möglichst wenigen, möglichst großen Fabriken. Die zivile Automobilproduktion wurde in den USA vollständig eingestellt. Und von den Fließbändern der gigantischen Fortwerke, die allein mehr Rüstungsgüter produzierten als die gesamte italienische Kriegswirtschaft und andere amerikanische Automobilfabriken strömten nun im Minutentakt Panzer, Geschütze, Bomber und sogar Kriegsschiffe, die nicht mehr in Werften gebaut, sondern aus massenproduzierten Fertigteilen im Akkord zusammengeschweißt wurden ganz anders in Deutschland. In Deutschland waren kurz vor Kriegsbeginn die Wolfsburger VW-Werke aufgebaut worden, die mit dem Volkswagen eine Automobilmassenproduktion amerikanischer Dimension in Deutschland einleiten sollten. Der Kriegsausbruch verhinderte aber deren Beginn, aber die Fabriken, alle nagelneu, hochmodern und auf eine Jahresproduktion von bis zu einer Million Volkswagen ausgerichtet, waren da und hätten wie die Fordwerke auf die serielle, rationalisierte Fließbandmassenproduktion von Panzern und Kampfflugzeugen umgestellt werden können. Aber das geschah nicht. Die Produktionskapazitäten gerade dieser modernsten und größten Fabriken wurden im Krieg gerade einmal zu einem Fünftel genutzt, und zwar für abseitige Nischenprodukte des Wehrmachtsbedarfs, für die Produktion von Heizöfen, Containern und Fußwärmern. Stattdessen kam ein großer Teil der deutschen Kriegsproduktion aus Hunderten und Tausenden kleinen und mittleren Betrieben, die langsam, kostspielig und mit sehr hohem Personalaufwand in teilweise geradezu handwerklicher Manier zwar qualitativ sehr gute Produkte lieferten, aber in nur ganz ungenügenden Stückzahlen. Daraus resultiert eine ausufernde Breite an produzierten Typen. 1943 wurden von den sowjetischen Streitkräften ganze fünf Typen von Kampfflugzeugen verwendet, von der deutschen Luftwaffe mehrere hundert. Die deutschen Waffenarsenale waren ein Sammelsurium unzähliger verschiedener, dauernd umgearbeiteter und verworfener Typen, die alle verschiedene Munition, verschiedene Ersatzteile und verschiedene Ausbildung ihrer Mannschaften erforderten. Das insbesondere von Generälen geforderte Streben nach technischer Perfektion und ständiger Verbesserung und Neuentwicklung führte zu qualitativ sehr guten Waffen, verhinderte aber die effektive Massenproduktion einiger weniger solider Typen wie in der Sowjetunion oder den USA. In dieses Bild fügt sich auch die ungeheure Ressourcenverschwendung durch Forschungsprogramme für technisch bahnbrechende Waffen, von denen aber klar war, dass sie während dieses Krieges keine entscheidende Rolle mehr spielen würden. Das berühmteste Beispiel dafür ist das Raketenbauprogramm der Nazis. Die Entwicklung der V2 Rakete kostete über 5 Milliarden Reichsmark, band zehntausende Arbeitskräfte und verschlang Ressourcen in einem Ausmaß, dass man damit nach amerikanischer Schätzung stattdessen auch 24.000 zusätzliche Kampfflugzeuge hätte bauen können. Als die Rakete 1944 schließlich einsatzbereit war, hatte man zwar eine technisch bahnbrechende Waffe, die im verlorenen Krieg aber überhaupt nichts mehr ändern konnte und deren Produktion nach wenigen Monaten aus Ressourcenmangel wieder eingestellt werden musste. Die Fixierung auf das V2-Projekt hatte unterdessen bescheidenere, aber militärisch viel sinnvollere Forschungsprojekte wie die Bodenluftrakete Wasserfall erstickt, die bei viel leichter möglicher Massenproduktion Aussichten gehabt hätte, die alliierte Luftoffensive zurückzuschlagen. Overy formuliert es so. Während die Alliierten mit der seriellen Massenfertigung einfacher Standardwaffen der 30er Jahre siegten, ging das Dritte Reich über der Entwicklung der Waffen der 50er Jahre unter. Aber Overy betont, dass es eine zu monokausale Sichtweise wäre, den Ausgang des Krieges nur auf ökonomische Faktoren zurückzuführen. Er wurde auch politisch entschieden. Beispielsweise durch das gänzliche Fehlen jeder gemeinsamen militärischen Planung der drei großen Achsenmächte, die im Grunde unkoordiniert drei verschiedene Kriege führten, ohne sich um Abstimmung mit den Aktionen der anderen zu kümmern. Während die Alliierten von Anfang an eng miteinander zusammenarbeiteten und die amerikanische und britische militärische Führung praktisch zu einer einheitlichen Kommandostruktur verschmolzen. Die britische und die amerikanische wie eine einzige riesige Armee agierten. Oder durch das für den Nationalsozialismus in jedem Bereich und so auch in der militärischen Kommandostruktur typische polykratische Wirrwarr mit unklaren Kompetenzen und dutzenden Ämtern und Stäben, die alle verschiedene Planungen verfolgten. Und schließlich auch moralisch. Overy betont immer wieder, dass die Alliierten in den Augen der Masse ihrer eigenen Bevölkerung einen gerechten Krieg führten, mit dem diese sich identifizieren konnte, während der unverhüllte räuberische Aggressionskrieg der Achsenmächte auch bei der eigenen Bevölkerung immer ein Legitimationsproblem besaß und nie populär war. Das mag sein, aber es scheint mir nicht der entscheidende Punkt zu sein. Die deutsche Bevölkerung mochte in ihrer Masse nicht enthusiastisch über den Krieg sein, aber sie blieb dem Regime gegenüber bis zum bitteren Ende überwiegend loyal und gehorsam, auch als keinerlei Aussichten auf einen siegreichen Ausgang mehr erkennbar waren. Anders als 1940 in der französischen Armee oder 1941 in weiten Teilen der Roten Armee gab es in der Wehrmacht bis in die allerletzte Kriegsphase hinein keine Zusammenbruchserscheinung, keine massenhaften, kampflosen Kapitulationen, keine Massendesertionen oder Befehlsverweigerung. Zivilen Widerstand in bedeutendem Maße gab es erst recht nicht. Die Masse der deutschen Bevölkerung kämpfte und arbeitete bis zuletzt loyal für die Lebensverlängerung des NS-Regimes, wie auch immer sie diesem innerlich gegenüberstehen mochte. Durch Unzufriedenheit oder gar Widerstand der eigenen Bevölkerung geriet das Dritte Reich sicher nicht ins Wanken, wohl aber zu einem nicht ganz unbedeutenden Teil durch den Widerstand der unter deutscher Besatzungsherrschaft stehenden Völker. Der in nackter, zynischer Brutalität und Roheit der herkommende NS-Imperialismus hatte der Menschheit absolut nichts anzubieten, keinerlei auch nur geheuchelte Vision einer für irgendwen außerhalb Deutschlands attraktiven neuen Ordnung. Die einzige Antwort, die der deutsche Imperialismus auf die Frage, warum sollen wir die deutsche Herrschaft akzeptieren, finden konnte, lautete: Weil wir euch sonst erschießen oder ins KZ stecken. Nirgendwo genoss Deutschland Sympathien. Nirgends versprach sich ein nennenswerter Teil der Bevölkerung irgendeinen Vorteil von der deutschen Herrschaft. Und schließlich machte, zumindest in Osteuropa, die barbarische, unerträgliche Grausamkeit und Skrupellosigkeit der deutschen Besatzungsherrschaft es der Masse der Bevölkerung einfach unmöglich, diese auch nur passiv zu ertragen. Zwang sie die Massen förmlich zum aktiven Widerstand, wenn sie nicht wie Nutztiere leben wollten, die auch jederzeit zur Schlachtung abgeholt werden konnten. In allen von den Deutschen besetzten Ländern entstanden breite, die Sympathie der großen Bevölkerungsmehrheit genießende Widerstandsbewegungen. Bandenpartisanen, Dutzende deutsche Divisionen, sabotierten die Infrastruktur, drosselte die passive Resistenz der Bevölkerung, die aus den eroberten Gebieten herauszupressende Wirtschaftsleistung. Die grauenerregenden nationalsozialistischen Vorstellungen einer neuen europäischen Ordnung lösten so allgemein Hass und Entsetzen aus, dass sie die Kriegführung stark behinderten und im Falle eines militärischen Sieges jede dauerhafte Stabilisierung unmöglich gemacht hätten.